Eine Kulisse wie ein Kunstwerk. Dank eines niedrigen Inzidenzwertes können 500 Zuschauer das letzte Heimspiel von Preußen Münster in dieser Saison verfolgen. Die Gäste aus Oberhausen hatten dieses Vergnügen bereits beim 1:1 gegen Fortuna Köln vergangene Woche. Ein Stück Normalität kehrt zurück zum Saisonende. Für Preußen Münster geht es vor allem ums Einspielen für das Westfalen-Pokalfinale gegen Lotte am Samstag. RWO ist bereits im Viertelfinale des Niederrhein-Pokals ausgeschieden. Der volle Fokus liegt also auf den letzten beiden Ligaspieltagen. Preußen in Grün mit der ersten Gelegenheit. Fasnacht und Co. können aber diese kleine Unsicherheit rechtzeitig klären. Preußens Trainer Sascha Hildmann versprach ein offensiv geprägtes Spiel. Er sollte Recht behalten. Freistoß von Holtby Richtung Wehkamp. Hekerin ist noch dran, aber das hilft nicht. 1:0 für Preußen Münster. Und jetzt hört mal in diese Atmosphäre rein. Das ist Musik für die Ohren. Das beste Rückrundenteam geht verdient in Führung. Wehkamp mit Saisontor Nummer 8. Er hat hier aber auch Glück, dass Hekerin keine gute Figur bei diesem Gegentor macht. Preußen schickt schon mal starke Signale Richtung Lotte. Sie zeigen ihre Offensivpower auch in dieser Aktion. Über Umwege kommt der Ball zu Scherder. Doch dieses Mal ist Hekerin zur Stelle. Diese Aktion hätte zwar auch ganz leicht nach hinten gehen können, doch die RWO-Abwehr kann diese Chance bereinigen und der RWO-Angriff bläst zum Gegenstoß. Seit dem 1:4 im Pokal gegen Essen konnte RWO nur 2 Unentschieden in der Liga einfahren. Ein Tendenzwechsel ist auf jeden Fall willkommen. Nils Winter legt auf Tukrul Erat, der versucht es, bleibt erstmal hängen. Die zweite Chance von Kapitän Profiter ist ebenfalls erfolglos. Stattdessen kommt Preußen. Ecke von Holtby. Lukas Frenkert steigt hoch. Wieder Kopfball. Und wieder ein Tor. 2:0 für Preußen Münster. Auch in dieser Situation sieht Hekerin sehr unglücklich aus. Frenkert ist das egal. Der lässt sich ein letztes Mal von den Fans im Preußenstadion feiern. Der Verein hat sich bemüht, ihn zu halten, hat ihm eine Perspektive geboten. Doch seine Entscheidung steht fest. Ab der kommenden Saison spielt er in Königsblau bei der zweiten Mannschaft von Schalke 04. Eine erste Halbzeit nach Maß für Preußen Münster. Rot-Weiß Oberhausen kommt kurz vor der Pause nochmal über Scheibu Obejabwa zum Zug. Der hat auf der linken Seite plötzlich ganz viel Platz. Den nutzt er aus und schlenkt den Ball zum Anschlusstreffer. Nur noch 1:2 aus Sicht von Rot-Weiß Oberhausen. Die Preußen-Verteidigung ist in dieser Situation nicht auf der Höhe. Obejabwa bedankt sich und schießt sein 8. Saisontor. Die Antwort der Adlerträger folgt noch vor dem Seitenwechsel. Heidemann legt auf zu Langlitz, der mit der Riesenchance, doch Hekerin mit einer Klasseparade. Blitzschnell geht die Faust nach oben. Langlitz kann es sichtlich nicht fassen. Das soll es aber noch nicht für die erste Halbzeit gewesen sein. Preußen, es spielt sich Chance um Chance. Heidemann vom 16er-Rand, Hekerin pariert, muss aber nachfassen. Das macht er souverän. Es kommt viel auf sein Tor und bei den Gegentoren sah er sehr unglücklich aus. Danach geht es in eine verdiente Pausenführung für Preußen Münster. Von Oberhausen kommt einfach zu wenig. Ohne Veränderungen geht es in die zweite Halbzeit. Die erste Chance gebührt den Gästen vom Rhein-Herne-Kanal. Wieder ist es Obejabwa, doch dieser Schuss kann Marco Dedovic nicht in Verlegenheit bringen. Eine große Herausforderung hatte er in dieser Partie noch nicht. Die 11 Akteure in Grün setzen da an, wo sie aufgehört haben. Auch wenn nicht alle Chancen zu den Hochkarätern gehören, Joshua Holtby, der beste Vorlagengeber der Liga, scheitert. Der Name ist natürlich ein bekannter. Er ist der Bruder von Luis Holtby. Die Zuschauer kommen trotzdem auf ihre Kosten. Tore, Chancen und sogar eine rote Karte. Fasnacht muss nach dieser Notbremse an Hofmeister den Platz verlassen. Meiner Ansicht nach ist das die richtige Entscheidung von Kevin Domnick. Fassmann ist der letzte Mann, er wäre durch gewesen. Und damit beendet Fasnacht seine Saison frühzeitig. Nachträglich wurde er für 2 Spiele gesperrt. Folgt die Doppelbestrafung für RWO. Joshua Holtby mit dem Freistoß an die Latte. Ein ganz knappes Ding. Der Nachschuss von Langlitz erfolgte aus dem Abseits. Für Holtby ist danach das Spiel vorbei. Für ihn kommt Dennis Fabian Bindemann. Und der leitet sich so ein 30 Sekunden auf dem Feld. Und er fasst sich ein Herz. Macht das 3:1 für Preußen Münster. Der Junge hat es eilig, der hat in dieser Saison schon 8 Tore in 12 Einsätzen für die erste Mannschaft erzielt, obwohl er eigentlich noch in der U18 spielt. Er empfiehlt sich für größere Aufgaben. Preußen Münster kommt nochmal durch einen Freistoß von links, der rutscht irgendwie durch zu Roscher und Van Eimer, den muss er doch zum 4:1 verwandeln. Der Niederländer vergibt eine 100-prozentige.
So bleibt es beim verdienten und souveränen 3:1 Erfolg für Preußen Münster. Damit festigen sie den dritten Tabellenplatz. RWO hat zu wenig auf den Platz gebracht. Sie rangieren vorerst weiterhin auf Rang 6. Kommende Woche empfangen sie dann Mönchengladbachs zweite Mannschaft zum Saisonfinale. Preußen Münster reist zum zukünftigen Arbeitgeber von Frenker zur Knappenschmiede. Jetzt richtet sich der Fokus aber erstmal auf das Pokalfinale gegen Lotte am Samstag. Die Generalprobe ist auf jeden Fall geglückt.